So, moin moin Freunde, hier neues Update von der Dresdner Bahn. Ich bin hier auf der Fußgängerüberführung an der Bukower Chaussee. Es ist jetzt Blickrichtung Norden, Blickrichtung Marienfelde. Links Mitte sieht man diese Antivibrations- und Schallschutzwanne, die Richtung dem Bahnhof Marienfelde führt. Das Stellwerk kann man ja in der Mitte oben dort sehen. Und dort, wo die Bäume schon das gelbe Blätter, die gelben Blätter haben, da könnt ihr in dieser gelben Dachkrone schon einen von den grünen Masten sehen. Die Fahrleitungsmasten selber, die reichen jetzt ungefähr bis 150 Meter von Richtung Norden her an die Bukower Chaussee ran. Weiter geht ja noch nicht, weil ja die Brückenbauarbeiten dort gerade stattfinden. Ja, und Material, was man im Moment noch irgendwie irgendwo zwischenlagern muss, wird halt jetzt erstmal auf der zukünftigen neuen Trasse auch zwischengelagert, wie ihr sehen könnt. Und das ist der Grund, warum es hier erstmal so nicht weitergeht. So, jetzt machen wir mal ein bisschen weiter so. Wartet mal, ich muss euch mal kurz mitnehmen, weil sonst habt ihr hier den Maschendrahtzaun da im Weg. So, dann seht ihr ja den Betonmischer und diese Betonpumpe da. So, und der, wo der Betonmischer und die Betonpumpe steht, da werden später mal die Gleise für den Fernverkehr langlaufen. Und im Moment sind die dort mit der Pumpe dabei und befüllen das Fundament für den zweiten Brückenpfeiler, der da lang kommt. Der erste Brückenpfeiler ist ja da, wo die beiden Aufgangsbauwerke zur Brücke Bukower Chaussee hinkommen, also da, wo im Moment der Rüssel von der Betonpumpe hängt. Ich glaube, das kann man ganz gut erkennen. Da ist der zweite Brückenpfeiler. Und wenn ich jetzt mal nach rechts rüber schwenke, nämlich ungefähr dort unterhalb der Containerburg, da wird dann das Brückenwiderlager auf der, ja, ich sag jetzt einfach mal Neuköllner Seite der Bukower Chaussee sein. Ja, also da auf der Seite, wo die Metro ist, da hat man auch schon die Bohrpfähle ausgegraben. Ein Teil der Fundamentplatte ist da auch schon einbetoniert, sodass da demnächst die Aufbauarbeiten mit dem neuen Brückenwiderlager weitergehen. Boah, kompliziertes Wort. So, das jetzt erstmal hier von der Brücke Bukower Chaussee in Richtung Norden. So, und das ist jetzt ein Blick von dieser Fußgängerüberführung, hier diese notwendige Baustellenüberführung, Blick Richtung Süden, also Blick Richtung Schiechauweg. Auch hier könnt ihr die Trasse erkennen, weil links ist ja, Mitte links ist ja im Bild diese wunderschöne, allseits beliebte und von uns allen gemochte und nicht mehr zu wegzudenkende Lärmschutzwand. Und dort, wo dieses Hubsteigerfahrzeug steht, wo im Moment einige von den Kollegen da an den Fahrleitungsmasten arbeiten, das ist dann die Fernbahntrasse. Ja, in Anbetracht der Situation, da es ja nach Beendigung des Baus diese Fußgängerbrücke hier nicht mehr geben wird, sondern dann aber die Brücke über die Bukower Chaussee, ergeben sich dann eigentlich doch hier auf Berliner Stadtgebiet doch noch, eigentlich eine ganz gute Position, um die Dresdner Bahnen zu filmen und zu fotografieren. Zumindest bilde ich mir das ein. Mal gucken, wie es dann ist, wenn es fertig wird. Ja, das soweit jetzt erstmal hier von der Bukower Chaussee. So, kriegt ihr doch noch mal ein bisschen Detailaufnahme. Also, das, was ihr jetzt im Blick habt, das ist dann die Fundamentgrube für das Brückenwiderlager auf der Neuköllner, also auf der Metroseite, was gebaut wird. Und wenn ich dann jetzt mal hier so rumschwenke,
Da, wo die Kollegen Bauarbeiter stehen, da könnt ihr ja die Moniereisen sehen. Das ist also das Fundament für den zweiten Mittelpfeiler, der gebaut wird. Und im Hintergrund, das ist der erste Mittelpfeiler der Brücke Buckower Chaussee. Der ist jetzt schon zur Hälfte ausgepackt. Das ist ja der, der, ja, wie soll ich sagen, so auf dem S-Bahnsteig in Fahrtrichtung Norden, also in Fahrtrichtung Südkreuz entstanden ist. Interessant ist, oben kann man das hier sehen, ja, das kann man sehen, Bildmitte. Da seht ihr schon die Moniereisen rausgucken, wo später mal dann die Brückenwiderlager drauf liegen. Ja, also so sieht das jetzt hier sozusagen auf der Neuköllner Seite der Buckower Chaussee aus. So, und hier bin ich jetzt auf der Marienfelder Seite im Baufeld der Buckower Chausseebrücke. So, und wie ihr rechts im Bild erkennen könnt, liegen hier reichlich Bohrpfahl, Monier, Eisenkörper aufgestapelt. Ja, so, und wenn ich jetzt mal zurückschwenke und ein bisschen größer mache, dann könnt ihr da den Brückenpfeiler sehen, den ich euch eben gezeigt habe von der anderen Seite, nämlich da ist er schon ausgepackt, hier aber noch nicht. So, dann habt ihr ja da vorne Angela im Bild stehen, nämlich die Pfahlbohrmaschine. Die bereiten dort einen weiteren Brückenmittelpfeiler, also den dritten dann sozusagen vor, der hier im Bereich Buckower Chaussee dann gebildet wird. Und links daneben, da sind im Moment die Kollegen dabei und errichten die Verschalungskörper für das Treppenhaus Nummer 1. So, und wer sich jetzt fragt als geneigter Zeitungsleser, warum das hier so lange dauert, ja, dem kann ich sagen, die Leitungspläne, die vorab der Bauarbeiten hier für diese Baustelle bei den verantwortlichen Baufirmen einschließlich der Deutschen Bahn AG abgegeben wurden, die stimmen in keinster Art und Weise überein, wie die tatsächliche Istlage dann gewesen ist. Das heißt also, hier im Bereich Buckower Chaussee ist man auf Leitungen aller Versorgungsgewerke gestoßen, die aus dem Nirgendwo ins Irgendwo kamen und auch wieder im Irgendwo und Nirgendwo geendet sind und verendet sind, wo aber teilweise überall Strom drauf war, Gas drinne war, wo Wasser durchgeflossen ist, etc., etc., etc. So, und da muss man ganz ehrlich sagen, das ist klar, dass das natürlich den ja, Bauablauf dann behindert. Aber man ist jetzt ganz gut hier im Weg und das passt. Und jetzt will ich euch noch eins zeigen hier, nämlich jenes welches. Das sind also die ersten Stahlteile, die also eingegossen werden, die also für die beiden Treppenhäuser sind, die dann sozusagen die Treppenrohbauten und die Podeste aufnehmen werden. Und das Ganze habt ihr ja schon drüben auf der anderen Seite, wo das gebaut wurde, ebenfalls gesehen. Also das ist ja auch schon angelagert. So, und wie ihr seht, Angela ist auch wieder in Arbeit und bohrt. Und ich muss jetzt aufhören, weil mein Akku ist leer. So, hier bin ich jetzt im Bereich Attila-Straße und das ist jetzt ein Blick auf die Anbindung des Gütergleises von Berlin-Tempelhof Güterbahnhof, welcher ja auf dem Ring liegt, hier an die Dresdner Bahn. Und wie ihr sehen könnt, hier wird im Moment dieses Gütergleis neu verlegt.
Ja, der Bagger, der da steht, der hat hinten eine Lore drauf, wo kleine Schwellen sind. Dann hat er diesen Greifarm, wo Schwelle für Schwelle unter die Schienen gelegt wird. Und vor dem Bagger dieses Gerät, was die beiden Schienen nach oben hält, das ist so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein Gleisrückgerät. Damit lassen sich die Gleise anheben und in die jeweilige Richtung, wie das Gleis muss dann verschieben, macht bei dem Installationsverfahren, wie sie das hier haben, eigentlich auch Sinn. Denn sonst müsste man jedes Mal mit Handwinden die Schienen hoch und runter kurbeln, wenn dort eine Schwelle runtergelegt werden will. Ja, die Position hier ist natürlich suboptimal. Das ist genau so ein Loch zwischen Fahrleitungsmast und links den Korb, könnt ihr ja sehen, einem Signal. Also werden die jetzt, na, ich sag mal 10, 20 Schwellen weiter, dann wären die hier in diesem Loch, da wäre es dann besser zum Filmen gewesen. Aber wie gesagt, die Gütergleisanbindung, die neue, die wächst also auch. Das Tanklager Marienfelde wird im Moment per Schiff beliefert, also nicht per Zug. Ja, und so wie das Gütergleis und fertig ist in Richtung Tanklager, also auch über die Brücke Attila-Straße, dann verlegt worden ist, in dem Moment beginnt dann praktisch auf der S2 ein neuer Abschnitt. Sprich, dann wird dieser Mischbetrieb zwischen S-Bahn und Güterverkehr aufgelöst. Das heißt, die Verbindungsweiche hier nördlich der Attila-Straße ins, ins Güter- und Fernbahngleisnetz der Deutschen Bahn AG wird dann ausgebaut. Gleiches gilt auch für die Zufahrtweiche von der S-Bahn zum Tanklager. Die wird dann ebenfalls ausgebaut, so dass dann die Kesselwagenzüge über die neue Teltow-Kanalbrücke dann fahren werden. Wann das soweit ist, kann ich euch allerdings noch nicht sagen. So, im Hintergrund seht ihr jetzt den zweiten Bagger. Der hat jetzt Schwellennachschub gebracht für den ersten. Dieser Bagger hat vorne so ein Gerät drauf, wo 4 oder 5 Betonschwellen reinpassen. Das ist wie so eine Zange, ja, wie so eine Art kleiner Portalkran auf den Umbauzügen. Und hinten auf der Lore hat er auch noch mal jede Menge Betonschwellen liegen. Und der holt jetzt laufend, also praktisch den Schwellennachschub. So, jetzt habt ihr sehen können, dieses Verschubgerät hat jetzt vorgesetzt. Ja, das ist jetzt so halb suboptimal hinter dem Mast verschwunden. So, jetzt fährt das wieder nach oben. So, und jetzt kann praktisch der Bagger mit dieser Verlegezange für die Einzelschwellen wieder bequem runterpacken. Und der zweite Bagger im Bild, der jetzt also mit dem Kontergewicht im Bild steht, der dient also einzig und alleine dazu, den Schwellennachschub für das erste Fahrzeug zu sichern. Die Schwellen selber, die hat man unten aus dem Bereich, wo die Anbindung zur Dresdner Bahn ist. Da waren ja 1 oder 2 riesige Schwellstapel gewesen. Das Zeug hat man sich mittlerweile, alles was da rumlag, hier hochgeholt. Und ja, wenn die in dem Tempo weitermachen, gehe ich mal von aus, dass die spätestens dann am morgigen Tag hier vorne ankommen werden. Da, wo diese kleine Handwalze steht. Und wenn die da angekommen sind, wird dann auch der Aufbau der Weichenbausätze, welche im Vordergrund zu sehen sind, dann praktisch auch beginnen. Also, wie ihr seht, die Gleisbauarbeiten hier im Bereich Attila-Straße fernbahnseitig erreichen so langsam den S-Bahn-Bahnsteig, so dass man dann adäquate Film- und Fotoperspektiven hat, sofern man nicht vorher in Windeseile noch die wunderschöne Lärmschutzwand dann aufbaut. So.
So, hier bin ich jetzt im Blankenfelde. Die Firma Powerlines, die sortiert hier Fahrleitungsmasten, die noch aufgestellt werden müssen. Ihr könnt ja sehen, den man eben hier vorne abgelegt hat, der wird sicherlich da auf das Mastfundament draufkommen. Denn im Moment hat man oben in der Fahrleitung auch jenes Konstrukt errichtet. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Da hat man mittels Flaschenzugschlingen und irgendwelchen Schellen jetzt erstmal die Fahrleitung um die Einhebestelle des Masts rumgestellt, rumgewickelt. Weil so wie da der Zwei-Wege-Bagger ja zu hoch kommt, würde der ja in die Fahrleitung hineinkommen. Und um das zu vermeiden, hat man die Fahrleitung in dem Bereich dann erstmal zur Seite geschwenkt. Des Weiteren ist hier so ein Actros-Hebebühnenfahrzeug im Einsatz, aber der versteckt sich hinter der Lärmschutzwand, genauso wie beim letzten Mal. Finde ich irgendwie gar nicht gut. Ziemlich kamerascheues Fahrzeug. So, da hinten in der Fahrleitung, das ist in etwa auf Höhe Mitte des jetzigen Kombibahnsteigs. Da ist auch so ein Fahrleitungsakrobat der Firma Powerlines aktiv. Und zwar ist das so ein Mast, wo oben die Speiseleitung ankommt und dann erstmal durch so einen Röhrenisolator durchgeführt wird, wo dann die Speiseleitung ins Kabel übergeht, und der befestigt gerade das Kabel und die Schellen dazu an dem Fahrleitungsmast. Die beiden Hochspannungskabel selber für die Speiseleitung, die laufen dann dort sicherlich in einem dieser Kabelkanäle lang und gehen dann, Moment, jetzt muss ich, jetzt hoffe ich, dass der richtige Mast ist, den ich getroffen habe. Ja. Und gehen dann praktisch an dem Mast, das ist der, der am Prellbock vom jetzigen S-Bahnsteig steht, dann wieder in eine Freileitung über. Ja, das hat man jetzt gemacht, damit man Baufreiheit hat für die Brücke Karl-Marx-Straße. Denn wenn da die Speiseleitung auch noch über der Fahrleitung wäre, ziemliches Risiko, gerade bei Kranarbeiten. So, und der Moniereisenkörper des nördlichen Brückenwiderlagers Karl-Marx-Straße, der sieht mittlerweile so aus. Da hat sich also auch einiges, vieles getan. So von wegen Eisen, da sind die also fleißig gewesen. Und diese Gerüstteile, die dort im Hintergrund in der Baugrube stehen, die werden mittlerweile auch schon aussortiert, auf Höhe gebracht, um dann praktisch die Seitenverkleidung für den Brückentrog Karl-Marx-Straße zu beherbergen, um das mal salopp zu sagen. So, und diese beiden Prellböcke, die hier stehen, die habe ich euch beim letzten Mal irgendwie unterschlagen. Die werden aufgestellt werden an diesen beiden Flankenschutzgleisen, die ja hier vom Kombibahnsteig weggehen. Da sind die also für bestimmt, und die restlichen dann erstmal nicht befahrenen Gleise werden dann sicherlich erstmal durch Gleissperren bzw. SH2-Tafeln gesichert, bzw. werden da dann sicherlich auch ein Teil der Weichen noch verriegelt sein, wenn hier am 9.11. der Betrieb wieder aufgenommen wird. So, und jetzt gibt es noch mal von mir ein paar Erklärungen zum Bahnhof in Blankenfelde. Den Bahnhof Blankenfelde sehen wir hier in diesem Bereich der Abbildung. Wir können hier den Kombibahnsteig sehen, welcher im Bau ist. Diese dünne schwarze Linie ist das spätere S-Bahn-Gleis. Ja, da haben wir also, der alte S-Bahnsteig, der liegt also in etwa hier auf dieser Höhe. Die Karl-Marx-Straße ist hier nur mit diesem Strich gekennzeichnet.
So, das heißt also, wenn die S-Bahn jetzt verlängert wird an den Kombibahnsteig ran, haben wir auf der anderen Seite ja das Gleis mit der Nummer 3. Das ist also das Abzweiggleis an den Kombibahnsteig aus dem Richtungsgleis Südkreuz nach Dresden. Das Gleis 1, das ist jenes welches hier, das ist das Durchfahrgleis von Dresden nach Südkreuz beziehungsweise von hier aus dann weg über die Schönefelder Kurve nach Schönefeld. Was hier nicht eingezeichnet ist, ist hier diese Trapezweichenverbindung zwischen dem Bahnhof Blankenfelde und Dahlewitz, so dass also dann die Züge jeweils von eins ins nächste Gleis wenden können. So, und am 9.11. geht also dann praktisch das wie folgt: Zug von Ausrichtung Zossen, Dresden kommt angefahren, fährt über das Weichentrapez in das Gegengleis rein, fährt dann am Kombibahnsteig. Wenn es ein Regionalexpress ist, hält er natürlich, ist klar. Wenn es kein Regionalexpress ist, sondern irgendwie, was weiß ich, Güterzug, Eurocity oder so, ist logisch, fährt raus, geht dann entweder in die Schönefelder Kurve oder fährt geradeaus weiter und biegt ein Stück später dann auf die sogenannte Potsdamer Kurve in Richtung Westen auf den Berliner Ring. Die beiden Gleise hier, die man hier sieht, das sind die direkten Gleise der Dresdner Bahn, die später dann mal weitergehen werden in Richtung Südkreuz. So, es wird jetzt also, wie gesagt, erstmal nur dieses Gleis hier am Kombibahnsteig in Betrieb genommen, weil ja jetzt erstmal die Brückenhälfte Karl-Marx-Straße, sprich diese, wo ich jetzt den Stift drüber gelegt habe, die wird jetzt erstmal aufgebaut. Hier in dem Bereich, wo das dann fertige Gleis ist, liegt das Gleis noch sozusagen in so einer Dammlage, abgesichert durch eine Spundwand. Und wenn jetzt diese beiden Gleise, sprich Gleis 1 und Gleis 2, fertig sind, wird das in Betrieb genommen. Die Regionalbahn kann dann natürlich nicht zum Kombibahnsteig fahren, sondern wendet dann hier drüben. Was für mich jetzt allerdings noch unklar ist bei der Geschichte, ist praktisch, wenn die Regionalzüge jetzt hier drüben an dem Bahnsteig halten, wie kommen die dann auf die Anhalter Bahn? Denn wenn man sich die Weichenverbindung hier mal anguckt, die liegt gegenläufig, wie sie eigentlich sein müsste. Also das kann ich euch noch nicht sagen, wie das dann sein wird, wenn hier drüben die Züge halten und hier erstmal nicht, weil dann diese Brückenhälfte aufgebaut wird. Müssen wir abwarten. Vielleicht kriege ich das noch irgendwie raus, wie das gemacht werden kann, soll, muss oder wie auch immer. Ich hätte da zwar so eine Idee, aber ich weiß nicht, ob das genehmigungspflichtig und praktikabel ist, indem man praktisch den Bahnsteig dann, also das Gleis 1 praktisch, mit so einer Holzbohlkonstruktion überdeckt, so wie das jetzt ja in Lichtenrade bei dem Zugangsbauwerk ist, und dann praktisch den Bahnsteig vorverlängert auf Gleis 2, dann wird es funktionieren. Aber anders wird es dann sicherlich nicht gehen. Aber schauen wir mal, so, das wollte ich euch jetzt nochmal für Blankenfelde zeigen, dass ihr dann seht, wie das mal fertig sein soll. Ach so, und wer sich übrigens gefragt hat, was hier diese roten Linien sind. Also diese rote Linie hier, das ist Lärmschutzwand jeweils. Das ist diese schmale Lärmschutzwand, die ihr im letzten Video schon sehen konntet, wo sich dieser Actros-Fahrleitungstruck von einer Powerline hinter versteckt hat. Übrigens heute am Drehtag auch wieder. Also das Fahrzeug scheint echt kamerascheu zu sein. Und praktisch ja, ab diesem Punkt bis hinter diese Bachbrücke, die hier erkennbar ist, ist praktisch
sind praktisch diese beiden Hauptgleise, Gleis 1 und Gleis 2, in dieser Antivibrations- und Schallschutzwanne verlegt. Gleis 3, weil das ja nur mit geringer Geschwindigkeit befahren werden kann, braucht das nicht, weil da dann die Schwingungen, die auftreten und die Vibrationen, die dadurch frei werden, nicht so hoch sind wie bei Zügen, wenn die da mit Tempo 160 oder 200 durchbraten, wie es dann später mal der Fall sein wird.